Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Nordfriesischen Marsch in der Milliarden-Challenge. Und ja, wir sind hier am Hafen. Mal gucken, ob der Kollege schon angekommen ist. Ja doch, er ist schon angekommen. Sehr schön. Dann wollen wir mal laden hier. So, anscheinend. Wollen wir jetzt mal hier zur Kartoffelfabrik schicken. Kartoffelpaletten, da haben wir schon mal gerade den Hund rauslassen. So. Danke geht's hier. Wir wollen schon einen Augenblick warten und ihm die Zeit geben. So, hier war. Also mal gucken, ob hier alles läuft. Das ist das Wichtigste. So, das heißt, den müssen wir mal umsetzen auf Feld 6. Ne, Feld 4 ist das. Entschuldigung, Feld 4. So, Feld 4, 10 Meter, da haben wir doch. Kurs laden, zurück. Aber ich gehe mal von aus, wenn wir hier das Feld haben. Ah, Stroh, ja, da war noch was. Hier brauchen wir ein bisschen Stroh. Ich glaube, da können wir hier nochmal Gülle rausholen. Das ist ja auch nochmal eine Maßnahme. So. Ach, der steht immer noch hier. Auf welches Feld kann man den jetzt schicken? Schon mal. Feld 33, ne? Ja. So, er ist hier auf dem Feld 65 unterwegs. Okay. So. Bevor wir jetzt hier, würde ich sagen, schicken wir den mal eben schnell noch zu. Dann können wir vielleicht noch ein Upgrade fahren in dieser Folge? Nee, nicht Depot. Ja, Baumarkt, genau. So, so. Ah, macht ihr doch hier ordentlich. Wunderbar. Eine kleine Thumbnailchen für diese Folge. Wunderbar. So. Und weiter geht's hier. Was läuft also alles? Was ist hier los? Ah, ja, komm.
Erkömmelt. Erkömmelt. Sehr schön. Okay, das ist jetzt wieder hier. Da scheint immer noch genügend zu haben, dann doch nicht so viel zu verbrauchen. So, eben schnell hier. Warte jetzt hier. Hier haben wir noch Treppengeländer. Treppensgeländer. Hier haben wir sie doch. Haben wir noch. So, auslagern. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schicken wir ihn noch zum Baumarkt. Sehr schön. Aha, der ist angekommen. Schon mal sehr gut. So. Ah, das ist auch schon mal wunderbar. Das heißt, wir können auch die Kartoffelproduktion wieder einstellen oder anmachen. Oh, was ist mit dem Komposter? Ach, da ist kein Strom mehr drin. Mhm, okay. Vielleicht sollten wir ihn dann verkaufen. Ist vielleicht. So, Rapsöl haben wir 20.000 Liter. Wunderbar. So, dann können wir nach hier wieder alles anschmeißen. Gehe ich zumindest mal von aus. Ja, gut. Das ist und den schicken wir jetzt mal los. So, und dann würde ich sagen, machen wir mal hier mal ein paar Hackschnitzel. Und ja, ist übrigens die 363. Folge. Und es sind schon wieder 10 Folgen vorbei. Unglaublich. Es wird also mal wieder Zeit, hier ein Fazit zu ziehen. Für die Staffel. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich mir dazu sagen soll. Also erstmal, ne, wir haben jetzt hier dieser, wieder die Erntesaison begonnen. Möhrenernte war sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, dass es so kompliziert ist, dass wir da so lange verbrauchen, um ein paar Möhren zu holen. So, genau, dann haben wir noch Kohle in die Produktion dafür. Thank you.
Charakter wieder an. Da muss ich sagen, ne, das lief mal besser hier. Das macht er hier auch nicht. Mal ein Stück vor- oder zurückfahren. Ja, die Ernte ist eigentlich auch ganz gut gelaufen, die Möhrenernte. Auch die andere Ernte, man hat das von Weizen gehabt oder Gerste. Ist auch nicht schlecht. Ja, auch ein paar Liter, die wir noch vielleicht in die Wiese bringen können oder als Futter benutzen können. Das müssen wir mal machen. Planungen für. Wir brauchen ja auf jeden Fall auch die Hühnerfutter. Von daher habe ich es im Moment noch nicht verarbeitet. Wenn es verarbeitet ist, dann muss ich dann wieder kaufen, wenn die Tiere wieder nichts zu fressen haben. Das ist ja schlecht. Da hat sie aufgehört, okay. Da haben wir mal mächtig viele Bäume gepflanzt hier. Noch ein Loch, dann haben wir es. Straße bitte. Ah, hat die mal ein bisschen tiefer mal auch mal hier abgeschnitten, aber irgendwie scheint das nicht mal so zu funktionieren. Würde ich sagen, schicken wir ihn als erstes mal zur Zellstofffabrik, dann kann er da erstmal abladen. Das muss man dahin bringen, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen. Zuckerfabrik, Zellstofffabrik, hier, Zellstofffabrik. In der Zeit machen wir mal hier ein paar Baumstümpfe noch weg. Zum Abschluss hier. Aber alles, was wir hier, weil es sind ja alles Ressourcen, die der hier frisst, solange es hier da ist, muss er die ja hier generieren. Die FPS sind hier sehr, sehr niedrig. Jetzt ehrlich sein. Da vorne ist noch ein Häuschen. Ja, damit ist die Folge auch schon wieder zu Ende am heutigen Samstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Macht's gut, euer Andy und bye bye.